Start. Ja, servus, liebe Leute. Es geht wieder los. Wir starten morgen. Heute ist Montag, der 22.05. Und ab morgen sind wir unterwegs. Wo es hingeht, das verraten wir dann bald. Und wir sind noch gerade ein bisschen am Packeln, beziehungsweise ich, also Heike bei sich daheim in München und ich hier. Boah, ja, es sind lauter schwierige Entscheidungen. Ganz ehrlich, so schlimm und so schrecklich chaotisch war es noch nie. Was das Ziel betrifft und das Wegkommen. Hammer. Aber egal. Jetzt geht's los. Tschakka. Wir haben ein neues Motto. Wir sind dann mal Beule. Und aktuell, wir haben von einem ganzen netten Fan haben wir was bekommen, aber wir hadern so sehr damit, weil die sind fast ein bisschen groß, ob wir die mitnehmen. Das sind Stuhlauflagen von der Firma Bausinger, die machen Yoga-Sachen, findet man im Internet. Hat uns diese Yoga-Auflagen diese Sitzauflagen aus echter Schurwolle geschickt und gemacht mit unseren Namen drauf sogar. Aber nachdem wir ins Warme fahren, kann sein, dass wir die gar nicht brauchen. Und weil es doch ein bisschen sperrig sind für unser Auto und wir ein bisschen eingeschränkt sind mit dem Platz und was wir mitnehmen, kann leicht sein, dass wir die da lassen. Ja, lieber Jürgen, falls wir die da lassen müssen, nicht böse sein, so wir können die einfach nicht aus Dankbarkeit, Sympathie und Loyalität mitnehmen mit unserem eingeschränkten Platzangebot. Wir sind noch am Überlegen, aber falls es so ist, trotzdem danke. Wir freuen uns sehr drüber. Geschafft. Sag mal. Noch in diesem Jahr geschafft. Ist das nicht super? Ja. Heike ist auch wieder mit am Start. Und jetzt fahren wir erst einmal Richtung Österreich. Und wollen wir schon voran, wo wir hinfahren? Oder was wir anpeilen? Ja, kannst du mal die ersten drei Länder nehmen, dann können sie raten. Also wir fahren nach Österreich, dann durch Slowenien und durch Kroatien durch. Genau. Und wer jetzt Griechenland sagt, der liegt bisschen falsch. Ja, also ich versuche Griechenland total zu vermeiden. Nicht, weil es uns nicht gefällt, sondern weil wir da nicht hinwollen. So, und jetzt hat Film auf dich, weil ich muss jetzt da Navigation erstellen. Wir schauen jetzt mal, wo du hin navigierst. Das sieht man aber nichts. Musst du größer machen? Ja, da sehe ich hier nichts mehr, wenn du es vor den Nasen hältst. Da müssen wir jetzt einen Kompromiss finden. Da steht Österreich, aber ich weiß nicht, wo jetzt wo Graz ist. Österreich. Such halt Graz. Graz. Graz ist eine gute Richtung. Ja, da ist Graz. Ja, Heidenwaldweg. Liegt Graz im Wasser. Jetzt Ankerpunkt. Da waren wir schon mal am Ankerpunkt, genau. Den peilen wir mal an. Den peilen wir mal an. Dann hat man ein Ziel. Das ist gut. So. Gut. Und tschüss sagen. Ja. Gute Fahrt. Wir wollen uns auch nicht beschweren, aber es schaut schon wieder so aus wie beim letzten Mal. Ja, aber es wird jeder verstehen, dass wir hier weg wollen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sehen will, das Elend. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir stehen hier in der Nähe von Graz, unser erster Tag. Heute ist der 24. Mai und wir haben es geschafft, dass wir wegkommen. Tschakka! Ja, es ist trotzdem, dass hier jetzt das Wetter nicht so toll ist, trotzdem schön, weil wir sind hier draußen. Die Vögel pfeifen, die Fasane kreischen, die Rehe bellen in der Nacht und wir fühlen uns richtig, richtig angekommen und aufgenommen. Voll toll. Ha.
Tschakka! Jo, so, jetzt machen wir uns fertig und dann geht's heute auf alle Fälle mal durch Slowenien. Das ist jetzt keine große Leistung, weil das ja nicht so groß ist. Ob wir im Stubaital waren. Du bist blöd. Ja, du bist da geometrisches Wunder. Sag lieber, wo uns die Österreicher begrüßt haben, wo das Wetter dann schön geworden ist. Wo war jetzt das, wo das Wetter schön geworden ist? Schatzi, du bist lustig. Ob wir in Sterzing waren oder im Stubaital, egal, nein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, von was du sprichst. Ja, und wer uns genau verfolgen will, der schaut mal bei polarsteps.com. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung unten und kann bei uns dann mitschauen. Da werde ich auch ab und zu was posten. Das ist dann so ein Reisetagebuch mehr oder weniger. Und ihr seht unseren aktuellen Standpunkt und könnt vielleicht schon raten, wohin die Reise geht. Also dann, bis dann. Tschüss! Bis Kroatien geschafft und ja, dann sind wir auf dem Weg Richtung Serbien praktisch, aber da fahren wir halt wahrscheinlich nicht über die Grenze, sondern wir bleiben halt in Kroatien und morgen fahren wir dann durch Serbien durch. Jo! Kein Regen! Ja, und das Wetter ist auch wieder besser geworden. Wir sind die vollen Glückskinder! Ha! Wir sind auf der Sonnenseite. Naja, es ist noch ein bisschen bewölkt. Heike sollte eigentlich schauen, ob man reinkommt. Und zack, ist weg. Gut! Selber auch! Bitte? Ja, gut, super! Seid ihr in Deutschland oder hier geboren? Nein, in Deutschland. Ja, klar. Habt ihr euch mal hier denn, vielleicht mal den Haus oder so gekauft? Das wäre schön, ja. Hier ist viel billiger wie oben, ne? Ja, wäre schön. Hätten wir schon Bock drauf. Ich auch. Hast du schon? Ach so, hast ich kein... Hier geboren, ich hab genug. Ja, wir bräuchten eins. Wäre super! Grundstück! Auf jeden Fall! Perfekt! Ja. Also, schönen Tag noch, gell? Dir auch! Na, da ist ja! Ja, ich hab schon wieder ein interessantes Gespräch geführt. Wir nähern uns der serbischen Grenze und finden einen schönen Übernachtungsplatz an der Drau. Weil es viel und ausgiebig geregnet hat, schaut es neben der Zufahrt zu einem der Plätze original aus wie in den Sümpfen von Louisiana. Und wahrscheinlich hat es dort auch genauso viele Mücken wie hier. Das war
Das ist wie ein Freibad. Und das Boot haben wir jetzt nicht dabei. Das ist jetzt nichts gewesen. Das schaut aus wie in die Mangroven. Wir fahren daher noch eine Station weiter. Dort ist das Gelände etwas offener und wir kommen mit den Mücken ein wenig besser aus. Das geht besser, Füße. Nachdem wir gestern an einem wunderschönen roten Mondfeld vorbeigefahren sind und keins mehr gefunden haben und wir uns so geärgert haben, konnten wir heute an dem Lilan gar nicht vorbeifahren. Ich habe noch nie im Leben lila Mond gesehen, schaut toll aus. Ja, richtig geil. Und da steht unser Schatzi. Ja, heute hier. Gearbeitet. Ich muss Überweisung machen. Und vielleicht schneide ich ein bisschen Film. Ja, serbischer Wanderweg. So, heute haben wir beschlossen, dass wir am Campingplatz bleiben. Hat der Hubert beschlossen? Ja, der Hubert hat beschlossen, sodass wir am Campingplatz bleiben. Deshalb muss er jetzt wandern. Und jetzt muss ich die Strafe zahlen, den Preis dafür. Jetzt muss ich wandern in Serbien. Ja, kommen wir mal her. Jetzt geht er. Ich glaube, der bellt und hat Schiss wie Sau. Aber mutig ist er trotzdem. So, ja, das ist ein serbischer Wanderweg. Jo, passt doch. Ja, er schaut. Noch bist du größer als das Gestrüpp. So, dramatische Veränderung. Es wird Licht. Der Wald ist aus und es wird Licht. So, ich glaube, Heike will kommentieren, weil sonst quatscht es mal dazwischen. Oder doch nicht. Angeblich ist da irgendwo ein See und den wollen wir suchen. Schauen wir mal, ob wir den finden. Ein bisschen Angst habe ich vor Zecken.
schöne Farbe. Na, du kleiner Genießer. Du kleiner Genießer. Du Gourmet, du. Und bist zufrieden mit deinem Model? Ja, also ich bin voll dankbar, wenn sich die Objekte nicht schnell bewegen. So kann man natürlich auch nicht groß weiter, gell? Wenn wir bei jedem Käfer da eine halbe Stunde Aufnahme machen. Aber schauen wir her. Ja, jetzt hat Action. Gerade hast du doch noch gerührt. Ja, jetzt hat Action. Gerade hast du doch noch gerührt. Hat der Horn vorne, oder? Ja, der war gerade total fidel, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir draufgestiegen sind. Jetzt kennt er sich nicht mehr aus. Auf jeden Fall findet er das jetzt blöd. Ja, ich glaube, er lässt es stehen. Ja, als Übernachtungsplatz war der super schön. Mega geil. Wir haben unser Ziel erreicht. Ja! Chaka! Chop! Chop! Lalalala! Aber wie das halt im Sommer so ist, haben wir Sommergewitter. Die Wanderung war gar nicht so übel, finde ich. Ja? Ja, ja. Ich habe es gut gemacht. Nicht gemault und das Ziel gefunden und erreicht. Ja. Hammer. Müssen wir nur noch wieder heimkommen. Und daheim hatten wir Besuch von einer Gruppe Overländern, die 10 Tage mit Further Adventures unterwegs waren. 10 Tage nur Offroad fahren und wahrscheinlich keine Zeit für Nashornkäfer. Tschüss. Statt Regen haben wir jetzt stark Regen. Ja, wir sagen gerade, wir wissen nicht, ob wir jetzt filmen sollen, weil das ist halt einfach bloß ein See, der könnte neben Land sein. Aber er ist halt in Serbien. Ski, der See. Wir sind in einem Gebiet, wo es dermaßen stark regnet. Das ist jetzt der zweite Regen schon, den wir jetzt innerhalb von einer Stunde haben, wo ich echt drüber nachdenke, ob wir in Gefahr sind wegen Muren und Steinschlag und solche Geschichten. Und gestern hat es gehagelt. Und dann geht's über die Grenze nach Bulgarien. Grenzen ist gleich Filmhemmung. Ich würde ja gerne mal heimlich mitlaufen lassen, aber Heike, nein, du bist weg. Oh. Schatz, du hast immer Quatsch. Hallo Bulgarien! Genau. So, unser letztes Land vor der Türkei, oder? Wenn's dich nicht verfasst. Thank you.
Kurnanga Afrika auf. Nun ja, genieten da. Afo Kurnanga Afrika auf. Nun ja, genieten da. Einerseits blutet uns das Herz, weil wir so schnell unterwegs sind. Wir machen praktisch nur Transit und stellen wieder fest, dass unsere selbst gefundenen Plätze meistens die besseren sind. Hoffentlich haben wir weiterhin so viel Glück. Glück im Unglück hatte dieser Motorradfahrer. Wir erkennen mal wieder, wie nah alles beieinander ist. Nein, aber der steht, der Tipp, das ist gut. Weit von der türkischen Grenze finden wir unseren zweiten und letzten Übernachtungsplatz in Bulgarien. Als der Bauer mit seinen Kühen kam, haben wir gleich gefragt, ob wir hier übernachten dürfen, und irgendwie gar nicht verwunderlich, überhaupt kein Problem. Das Ganze wurde natürlich in der Hand-Fuß-Sprache kommuniziert. Sagt mal, erzählt mal irgendeine Geschichte. Ja. Also Film, Cinema. Cinema. Kommt da ein Storch 20 Meter neben unserem Auto und eine ganze Herde Kühe mit Schäfer, mit Bauer, dem gehört das alles hier. Guten Morgen. Ich
und Heike sind heute vor den Toren der Türkei. Wir fahren bei Svilengrad über die Grenze. Und jetzt fahren wir gerade los von unserem super schönen Platz hier bei einem Bauern. Leider auch super feucht. Ja, ist ein bisschen feucht. Und da müssen wir jetzt über die Wiese da so rüberqueren und dann da vorne runter über so ein Ding. Für unsere Verhältnisse waren wir rasend schnell unterwegs, in 6 Tagen an die türkische Grenze. Trotz unserer für uns abnormen Geschwindigkeit kamen wir nicht in Stress und hatten unseren Spaß. Und ich kann es ja mal vorwegnehmen, sie haben uns in die Türkei gelassen. Wie es bei uns weitergeht und was wir erleben, das seht ihr beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's es gut!